Hey Freunde der allsowjetischen Holzfäller-Fraktion und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spin-Tiebus-Mod-Vorstellung. Und heute habe ich jetzt erst für euch vorbereitet diesen wunderschönen Mitsubishi L200. Das Ding ist offiziell von Mitsubishi angegeben als ein Sport-Pickup. Und wir haben ja hier auch eine Sportversion sozusagen von dem Gerät. Ne? Sieht aus wie aus irgendeiner Rallye entsprungen, mehr oder weniger eigentlich fast wie bei der Rallye Dakar, da man da hinten noch neue Ersatzreifen mit drauf hat. Und bei diesen langen Strecken, die man da fährt, na, da braucht man schon mal ein paar Ersatzteile. Ne? Eine schöne Cockpit-Ansicht haben wir auch. Problem ist leider nur, naja, die Texturen sind nicht so hochauflösend. Da guck mal da unten, da sind noch Feuerlöcher drinne. Ja, das sind Feuerlöcher. Man könnte jetzt sogar fast denken, dass das irgendwelche Nusspullen sind oder sowas. Aber nee, es sind Feuerlöcher. Der Beifahrer, der hat da auch noch ein paar Monitore. Wahrscheinlich sind das irgendwelche GPS-gesteuerten Navigationsgeräte, um halt zu gucken, wo es als nächstes so lang geht. Naja, ist ja nicht verkehrt. Kann man in der Rallye definitiv gebrauchen. Und ein schönes Sportlenkrad haben wir auch noch drin. Ganz toll, muss man da einfach mal sagen. Gut, kommen wir mal dazu. Was ist denn so ein Mitsubishi L200 eigentlich? Wie gesagt, das ist... Wie ich schon sagte, es ist ein Sport-Pickup und der wird in 4 Generationen mittlerweile schon gebaut. Die erste Generation kam 1978 raus und die 4. Generation, die derzeit auch noch aktuell ist, wird seit 2006 gebaut. Also schon seit einer ganzen Weile, fast 10 Jahre muss man sagen. Die Dinger sind ausgestattet in der aktuellen Generation mit einem 2,5 Liter Dieselmotor, der entweder 135 oder 178 PS haben kann. Je nachdem wahrscheinlich, wie groß der Turbo ist, der da drauf hängt. Na gut, Freunde, wir starten mal den Karren. Naja, ein eigenes Soundmodell hat er schon mal und hört sich auch mal gar nicht so verkehrt ein. Ja, dann würde ich mal sagen, Handbremse aus und ohne Differential und Allrad geht's auf die Trockenpiste. Dann werden wir doch mal schauen, was der Karren so an V-Max bringt und wie gut er halt mit leichtem Gelände und Unebenheiten klarkommt. Also, na hallo, sag mal, der Junge. Also lenken lässt er sich schon mal richtig beschissen. Meine Fresse, das geht ja gar nicht. Ich halte jetzt nochmal kurz an, um hier irgendwo ein bisschen Ruhe reinzukriegen. So, schön gerade Linie halten, Bock, schön gerade Linie halten, ja, naja, jetzt rutscht er wieder extrem. Junge, also nee, also so geht's definitiv nicht, wir sind jetzt hier schon im 7. Gang und sind dann auch volle Kanone, da er sich so beschissen lenken lässt, gegen einen Baum gegen Rassel. Naja, machen wir mal Differential und Allrad an, ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe mal, dass der Karren sich dann besser steuern lässt. Ja, bis jetzt fühlt es sich besser an, aber wir sind gerade mal im 3. Gang, so wirklich schnell ist er ja noch nicht, jetzt der 5. Gang, 6. Gang. 7. Gang und dann geht er auch schon gleich in der Beine fressen. Oh, guckt euch das mal an, was der für eine Geschwindigkeit aufbaut. Der springt sogar. Junge. Also im Endeffekt V-Max-Test in jedem Fall zu 100% bestanden, dieses Gerät hier. Gefällt mir schon mal richtig gut. Jetzt testen wir mal die Geländeeigenschaften. Zuerst geht es hier vorne über die Äste drüber. Mal schauen, wie gut er damit klarkommt. Ja, naja. Sah ganz gut aus, bis er sich dann gedreht hat aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit. Auch hier in dem flachen Schlamm, da geht er einfach so in 7. Gang drüber und ist da eigentlich mehr oder weniger nicht durchgefahren, sondern drüber geflogen. Krasses Gerät, muss man einfach mal sagen. Jetzt geht es hier in den mittetiefen Schlamm rein und wir befinden uns immer noch im 7. Gang. Ich muss jetzt selber abbremsen, um die Kiste überhaupt unter Kontrolle zu halten. Ansonsten wäre der da drüber geflogen und wäre uns irgendwo da hinten im Wald verloren gegangen wahrscheinlich. Junge, ein wahres Kraftpaket, wirklich ein wahres Kraftpaket, was wir hier haben. Meine Fresse, nicht schlecht. Gut, fahren wir mal an die Garage ran, dann gucken wir mal, was es an Anbauteilen gibt und juhu, es gibt gar nichts. Na super, dann können wir ja auch gleich weiter auf die Standardpiste und mal gucken, wie gut der Karren halt im tiefen Schlamm klarkommt. Aber ich muss vorsichtig sein. Hier auf der Standardpiste, da die ja so schön befestigt ist, beschleunigt das Ding natürlich wahnsinnig schnell. Da muss ich doch des Öfteren mal von meiner Gastaste runtergehen. Und jetzt geht es hier rein in den tiefen Schlamm, da haut er nochmal mit dem Heck richtig, ja, irgendwo in eine harte Gelegenheit rein. Jetzt haben wir noch runtergebremst und mit dem ersten Gang wühlt er sich jetzt hier durch den tiefen Schlamm durch. Aber oh Gott, da haben wir uns jetzt hier irgendwo festgefressen. Ich schalte mal in den Schleichgang, nicht Rückwärtsgang hier. Und, im tiefen Schlamm bremsen ist nicht so gut. Da frisst der Karren sich dann fest. Nehmen wir mal die Seilwinde und ziehen uns mal raus. Ich hätte mir eigentlich wirklich nie gedacht, dass die Karre sich irgendwo festfressen tut. So derb, wie er halt mit den anderen Schlammpfützen umgegangen ist. Aber es ist passiert. Na gut, schauen wir doch mal. Wir sollten mal wieder in die normalen Gänge schalten. Schauen wir doch mal, wie gut er mit der Schrägschlammpiste klarkommt. Vielleicht war das ja eben gerade nur ein kleiner Ausrutscher, den er jetzt gleich wieder ausbügelt. Gucken wir doch mal. So, jetzt hier rechts rum und dann befinden wir uns auch in der Schrägmatschpfütze. Aber,
Na, ja, er frisst sich echt tief rein, das muss man sagen. Also er frisst sich wirklich immer ganz schnell sehr tief in den Schlamm rein. Da muss man echt vorsichtig sein, dass man von Anfang an halt mit einer hohen Geschwindigkeit in den Schlamm reinfährt, damit er da eigentlich mehr oder weniger sozusagen drüber segeln kann. So, da die Wurzel hier, die machen ihm auch ganz schöne Probleme, da müssen wir vorsichtig sein. Aber die Schrägmatschschütze ist gemeistert. Super Sache. Hat auch wesentlich besser gemacht wie die tiefe Matschschütze. Und dann werden wir doch jetzt mal gucken, wie gut der hier noch mit Wasser klarkommt. Machen wir doch mal den Schwimmtest. So, jetzt geht's hier rein ins Meer. Ja, sieht bis jetzt sehr gut aus. Erst sehr spät frisst er Schaden. Er geht auch richtig schnell in das Wasser rein. Meine Fresse. Aber jetzt ist im Endeffekt die Luftansaugung unter Wasser gesetzt und der Kern geht aus. Naja, aber wir haben trotzdem ganz schön Abstand zur Küste gewonnen. Nicht schlecht, die Wassereigenschaften. Tja, Freunde, Fazit zum Mod, das Ding ersetzt das UAZ. Und als Scout-Fahrzeug kann ich das in jedem Fall richtig empfehlen. Also ihr kommt mit Gelände wirklich wunderbar klar und ist auch super schnell. Aber noch mehr kann ich das Gerät als Fun-Mod empfehlen. Ne? Einfach nur zum Rumheizen. Wirklich ein super klasse Mod, hat mir richtig Spaß gemacht. Wer Bock drauf hat, lädt ihn sich runter. Der Download-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns gleich wieder zur zweiten Mod-Vorstellung für heute. Bis gleich! So, ihr Schlammschlachter, da sind wir jetzt zurück zur zweiten Mod-Vorstellung für heute. Und da habe ich auch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar den Cougar-Mod. Das Fahrzeug selber so an sich scheint es eigentlich gar nicht zu geben. Aber so unter Cougar habe ich im Google überhaupt nichts gefunden, was irgendwie in Richtung Fahrzeug sich bewegt. Wer es doch kennt, der kann es mir gerne mal in die Kommentare reinposten. Vielleicht auch mit einem Link, wo man sich ein bisschen über dieses Fahrzeug belesen kann. Für mich selber sieht das Ding aus wie so ein Marauder. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal so ein Marauder gesehen hat. Das ist einfach mal der größte, verkackteste Straßenpanzer, den man sich kaufen kann. Es gibt auch eine Folge von Grip, wo das Ding vorgestellt wird. Und meine Fresse. Also echt eine üble Kiste. Na gut, was soll es? Der Mod ersetzt den Zill und das UAZ. Das UAZ ersetzt er mit so einem Destroyed-Mod, also wo das Ding so komplett auseinandergeflogen ist. Ich weiß nicht, was das soll, wieso, weshalb, warum das so gemacht wurde. Kein Plan. Wir können hier mal auf den Destroyed-Mod wechseln. Das ist ja dann der Typ A, das UAZ. Ja, dann kann man sich das hier so schön angucken. Eine Cockpit-Kamera gibt es leider auch nicht so wirklich. Man kann da auch Gas geben und das Differential noch reinsetzen und sogar lenken, aber passieren tut nichts. Die Heckachse ist halt im Arsch, ne? Die liegt daneben. Also Animation gibt es da auch nicht zu. Ja, also irgendwo kein Plan, warum das gemacht wurde. Vielleicht einfach nur als Augenweide, damit man sich das mal angucken kann. Naja, schalten wir mal den Motor aus. Dann wechseln wir mal wieder zum Typ B. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, schalten wir den Motor mal an. Ja, wir hören schon. Auch ein schönes eigenes Soundmodell wurde dem Gerät gegönnt. Und der hat ja jetzt hier eine Heckachse. Von daher würde ich mal sagen, fahren wir doch jetzt einfach mal auf die Trockenpiste rauf. Und dann wollen wir doch mal schauen, was das Gerät so bringt. Testen wir doch mal den V-Max ein. Also ohne Differential lässt er sich doch noch relativ stabil lenken. Naja, relativ. Es geht so. Sind wir hier im vierten Gang. Die Geschwindigkeit ist okay. Naja, nicht schlecht. Ich mache das Differential mal rein. Dadurch lässt er sich natürlich jetzt wesentlich leichter lenken und bleibt auch viel stabiler. Ja, sieht ganz gut aus. Läuft ganz schnieke. Schick. So, jetzt sind wir wieder im vierten Gang. Ich bin mal gespannt, wenn wir da über den Berg rüberfahren, ob das Ding vielleicht sogar noch in den fünften Gang reinschaltet. Aber ich glaube es eigentlich fast kaum. In jedem Fall qualmt der auch schon mal super. Aber doch jetzt hier, der fünfte Gang. Naja, und für seinen fetten Stahlkoloss, muss man sagen, ist die Geschwindigkeit ganz annehmbar. Gut, drehen wir mal um, dann machen wir mal einen Geländetest mit dem Gerät. So, nochmal schnell nach links gelenkt und dann geht's auch gleich rein in die... Alter, hat der einen riesen Wendekreis. Ja, jetzt hier nochmal über die Steine rüber. Also die liegen doch schon mal wunderbar. Der Steintest ist definitiv bestanden. Und jetzt machen wir hier den Holztest. Es geht rein in den gigantischen Asthaufen. Ah, da bremst er doch zum Anfang nochmal ganz schön an. Jetzt wühlt er sich aber wirklich exzellent durch. Super Sache, schön gemacht. Fahren wir nochmal nach rechts. Und dann werden wir doch mal hier in dem... jetzt komme ich nicht auf das Wort... Im flachen Schlamm, naja, gut. Okay, im flachen Schlamm gucken, wie gut er damit klarkommt. Ja, da ist er wunderbar im zweiten Gang durchgerasselt. Gar kein Problem für das Gerät. Und dann fahren wir doch mal hier vorne in den mitteltiefen Schlamm rein und gucken mal, wie gut er damit klarkommt. So, jetzt sind wir da drinnen. Naja, das rollt sich doch ganz gut im zweiten Gang da durch bis jetzt. Jawohl, schön konstant, schön stabil.
lässt er sich halt nicht so dolle einschüchtern hier von dem Schlamm. Sieht gut aus, gefällt mir einfach mal. Wunderbar. Das ist jetzt ein schönes Gerät, kann man nicht meckern. Gucken wir nochmal, was das Teil für Anbauteile hat. Naja, den Steintest, den brauchen wir ja nicht mehr machen. Also das hat er uns da hinten schon bewiesen, dass er damit einfach mal exzellent klarkommt. So, oh, es gibt zwei Anbauteile. Einmal das Garage, das gibt uns 1300 Reparaturpunkte und dann nicht schlecht. 2800 Schaden kann das Ding übrigens ab, meine Fresse. Ja, das Garage, das ist so ein kleiner Aufbau hier oben, Schützenaufbau sozusagen. Da könnte man hier vorne jetzt noch ein MG hinstellen und dann halt so vorne durch den Schlitz durchballern. Und dann gibt es noch das Remont. Das gibt uns 200 Reparaturpunkte und 500 Liter Sprit nochmal extra. Dargestellt in den Spritkanistern hier an der Seite. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich genauso aussehen. Nee, da nicht. Da gibt es dann halt bloß den Ersatzreifen mit dazu. Die irgendwie eine komische Farbe hat. Naja, wie auch immer. Scheißegal. Wir nehmen mal... Achso, jetzt hat er die Farbe geändert. Der ist bloß dabei geblieben, um uns zu zeigen, dass es gerade das Anbauteil ist. Okay. Handbremse ist raus. Differential ist ein. Es geht jetzt hier auf die Standardpiste. Und da werden wir doch gleich mal gucken, wie gut er jetzt hier im tiefen Schlammkörper kommt. Unser Kongu oder wie das Ding jetzt auch immer hieß. So, jetzt sind wir hier im tiefen Schlamm drinne. Ja, da bleibt er auch im zweiten Gang und fährt wirklich konstant und souverän auch durch den tiefen Schlamm durch. Also geländegängig ist das Ding schon mal wunderbar. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Super Sache. Gut, ballern wir mal auf die Schrägmatschschütze zu. Hier vorne nach rechts gelenkt. Ja, der hat einen Wendekreis. Der hat einen Wendekreis. Also meine Fresse. Man muss auch aufpassen. Selbst so ein kleiner Crash mit einem Baum, wie wir es eben gerade hatten, drückt dem Teil dann doch mal 73 Schaden rein. Aber okay, Schaden kann er halt genug ab. Von daher stört uns das eigentlich auch nicht. So, jetzt wühlt er sich hier im ersten Gang die Schrägmatschütze hoch. Macht so ein bisschen dieses Stop-and-Go-Prinzip. Aber egal, solange wie die Karre hochkommt, ist alles in Ordnung, würde ich mal sagen. Gut, Freunde, die Schrägmatschütze hat auch wunderbar geschafft. Jetzt brettern wir nochmal nach rechts hier in das Meer hinein. Dann machen wir nochmal den Schwimmtest. Mal gucken, wie weit das Ding hier von der Küste sich entfernen kann. Und schönes Schadensmodell hat er auch. Seht ihr das vorne? Habt ihr das vorne gesehen, wie der Grill kaputt war? Nicht übel, gefällt mir in jedem Fall. So, er fängt relativ früh Schaden. Und der Motor säuft auch sehr, sehr früh ab. Also seine richtig guten Wassereigenschaften hat er nicht. Da muss man definitiv mal einen Minuspunkt geben. Ja, ansonsten, Freunde, würde ich einfach mal sagen, wirklich ein ganz toller Mod. Als Scout-Fahrzeug definitiv zu empfehlen, da man ja noch mal Aufbauten für Benzin- und Reparaturpunkte hat. Ist das schon mal nicht schlecht, aber ich würde mal sagen, er tendiert eigentlich fast mehr zum Fun-Mod. Ist halt so 50-50, so würde ich sagen. Ne? Scout-Mod, Fun-Mod, so Hälfte-Hälfte, je nachdem, wie man es gerne sehen möchte. Wer Bock drauf hat, lädt sich das Teil einfach mal runter und probiert es selber aus. Download-Link ist in der Videobeschreibung. Und ich bin jetzt erstmal wieder raus, Freunde. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao!